Hallöchen, meine lieben Freunde, willkommen zurück, ihr bei dem, Double-Time-sprechenden Sephiron, der wieder sein Schlingel-Shirt auf hat. Auf, an und auf. Yeah, auf jeden Fall, haben wir heute den Kampf von Enis gegen Kira. Ja, der liebe Enis hat mir auf Twitter geschrieben, yo, du willst das härteste Antimeter sehen, du willst die krassesten Predictions sehen und, ich weiß nicht, was hat er noch gesagt? Gleich mal gucken hier, gleich mal gucken. Oh. Das ist der falsche Kampf. Das ist, okay, alles klar. Sorry, Leute. Ja. Hier steht, krasser Kampf, mega Luck, okay? Vergesst das, was ich gesagt habe. Ich habe mir gerade den falschen aufgeschrieben. Ist Wayne, ne? Ich schreibe mir immer den Namen des Kämpfers und noch ein paar Worte dazu auf, was er halt gesagt hat. Und das war anscheinend ein krasser Kampf mit mega Luck. Okay, dann gucken wir uns den mal an, den krassen Kampf mit mega Luck. Boop. Boom, boom. Ja, ich hoffe, dass jetzt wieder ein paar bessere XY-Charaktere. Nice. Sowas sieht man doch gerne. Ja, wie gesagt, ich hoffe, dass jetzt wieder ein paar krassere Battles kommen. Wie gesagt, die letzten beiden waren ja nicht so der absolute Burner. Aber hey, so ist es. So ist es eben, meine Freunde. Fokusgurt. Ah, es war sein Sohr. Pferdeschwanz. Bräh. Was für ein Name ist es bitte? Kehrt. Sind die beiden gescarft? Ich glaube, beide sind gescarft, denn ansonsten hätte wahrscheinlich das Waschaquil nicht outspeedet, oder? Aber auf jeden Fall schon mal den Sash weggeknallt. Ich wäre rausgeswitcht, weil man weiß nie, Waschaquil wird entweder, ja, Leben, oh, Walband, Walschal sind eigentlich die einzigen Items, die man auf dem Ding spielt. Surfer auf Knackrack? Why? Hat er mit einem Arcani gerechnet oder hat der Gegner überhaupt einen Arcani? I don't know. Ich kann es noch überhaupt nicht einschätzen, wie das Battle verlaufen wird. Ob das irgendwie gut sein soll oder nicht. Oh, Bizarro-Raum. Okay, aber den Bullet Punch kannst du trotzdem nicht outspeeden. Aber ich glaube, er geht auf einen Schwertanz. Ist es ein Mega Sherox mit Schwertanz? Bäh. Was gar nicht mal so mies ist, ne? Denn es ist ein Mega-Sherox. Und wenn er jetzt auf den Schwertanz geht, dann GG, weil dann outspeedet Lamos und kann Flammen werfen. Ne, er geht Stahlflügel. Alright. Okay. Ja, jetzt kommt Slowbro durch, ne? Wegen Bizarro-Raum. Warum bleibt er hier drin? Das ist doch obvious, dass er sein Mega-Sherox jetzt verliert. Okay, ich bin noch nicht ganz überzeugt von dem Battle. Ich finde das Set von dem Gegner gut. Mit Bizarro-Raum und so. Das hat Damage des Todes gemacht, Mann. So, Tangrowth regeneriert wieder ein paar KP. Leider nicht so viele. Überreste, okay. Ja, gucken wir mal, ne? Gucken wir mal, was da passiert. Okay, reinkommt Vulkanion. Naja, vierfach Resistance macht trotzdem einiges an Schaden. Bin gespannt, ob da noch was kommt, ob da noch was irgendwie Flashiges kommt oder so. Weil bisher war das nicht so ein krasser Kampf. Aber, ne, also Zorak weggeworfen, Sherox weggeworfen. Mal gucken, mal gucken. Ich gebe dem Ganzen noch eine Chance. So, Sturzflug. Okay, Mega Luck soll auch dabei gewesen sein. Gucken wir uns das also mal an. Der Kampf geht auch noch ein paar Runden, von daher kann noch alles passieren. So, Brave ist tot. Okay. Vulkanion hat Leben auch drauf. Okay, interessant. Bako. Why? Er outspeedet. Ah, Turbo-Tempo. Okay, alles cool. Kommt Knackrack rein? Ja, Knackrack kommt rein. Wahrscheinlich mit dem Beulenhelm und der Rauhaut.
Würde jetzt wahrscheinlich... Oh, aber das scheint mir nicht allzu defensiv zu sein. Außer der Boy hat irgendwie ein Walband drauf oder so. Das hat er schon krass... Nee, hat er nicht. Warum Nahkampf? Ich wollte gerade sagen, warum Nahkampf? Das ist nicht Stab und er überlebt es. Und du kriegst einen Death Drop. Und egal, was jetzt kommt, das überlebst du nicht, mein Freund. Surfer. Ja, auf jeden Fall Knackrack mit Surfer, ne? GG, Alter. Ein defensives Beulenhelm Rauhaut Knackrack mit Surfer. Das ist sehr interessant. Okay. Alakable. Okay. Schaufler? What? Okay. Surfer und Schaufler. Sag mal, Bro. Ist das dein VM-Sklave, der hier gerade alles zerfleddert? Schaufler Knackrack? Und er bleibt drin und er hat auch keinen Ballon. Okay. Und jetzt droppt er den Draco. Alter, was ist das für ein Knackrack, Mann? Ein Knackrack mit Surfer, Draco, Schaufler. Beulenhelm und Rauhaut, ey. Ich vermute, da sind noch Tarnsteine drauf. Keine Ahnung. Wow. Holy shit. Vulkanion mit einem KP überlebt. Strauchler? What? Why? Oh, hä? Okay, der Beulenhelm war auf Zorbiris. Er ist aber, also er ist wegen Beulenhelm-Damage gestorben, weil Strauchler tatsächlich... Ach, das ist Zoroark. Oh Mann, Alter. Ich dachte schon, hä, what the hell? Okay, da macht es natürlich Sinn. Ich wusste gar nicht, dass Vulkanion Strauchler... Hä, what? Ich war gerade übelst verwirrt, Alter. Ja, Leute, Strauchler stellt tatsächlich Kontakt her. Das bedeutet, man frisst Beulenhelm-Damage. Dann war es also nicht der Leben-Obschaden, weil es ja das Zoroark war, was den Strauchler eingesetzt hat. Okay, und jetzt outspeedet Aromatis. Aber ob da jetzt raus zu switchen der beste Move ist? Naja. Ist es Tyranitar speziell defensiv, dann tankt es jeden Moonblast. Gucken wir mal. Ja, also das Battle ist ganz in Ordnung, ne? Ist ganz in Ordnung. Also vor allem das Knackrack hat mich mega beeindruckt. Nee, das Ding ist niemals speziell defensiv. Also, Bangirasu hätte das easy getankt, Freunde. Easy. E as a motherfucking Z. Okay. Tankrowth hat sich natürlich wieder voll gehalten. Alter, was für ein Ding ist das? Aromatis mit vollen... offensiven Investment oder was? Das macht ja mega Damage. Na naja, gut, Tankrowth hat nicht so eine gute Spätzdef, ne, wenn man offensiv es ja nicht drauf hat. I don't know. Auf jeden Fall, das Aromatis outspeedet gerade alles und jeden, ey. Damn. Die Sandsturmrunden ziehen. Jetzt müsste nur ein Wish kommen, weil er hat, glaube ich, noch eine Runde, ne? Obwohl, dann hätte Tyranitar ihn einfach fertig gemacht und dann stattdessen greift er einfach an. Das ist... Okay. Das Aromatis wird besiegt. Und wer gewinnt jetzt? Warte mal, was? Okay. Okay. Warte mal, Zoroark war down. Tangrowth war down. Tyranitar war down. Knacker war down. Vulkanion hat mit 10 KP überlebt und das Sandsturm hat sein Parfinesse rausgenommen in der allerletzten Runde. Denn ich glaube, Parfinesse hätte Vulkanion tatsächlich mit einer Mondgewalt, die natürlich resistet wird, aber wir haben gesehen, was für ein Damage das macht, rausgenommen. Außer in der Runde wäre Bizarro-Raum gefadet, aber ich glaube nicht. Wow, okay, das war tatsächlich dann ganz schön knapp, ne? Das letzte Pokémon mit 10 KP überlebt. Damn, okay, not even bad, ich hab dich unterschätzt, Enis. Okay, was mir in diesem Battle ganz besonders gefallen hat, war das Knackrack mit Surfer, Draco, Schaufler, Beulenhelm, mega strange Set, also solche Sachen habe ich noch nie gesehen, natürlich die Misplays am Anfang mit dem weggeworfenen Zoroark und dem Sherox. Sherox hätte man massiv gut verwenden können. Einerseits gegen Parfinesse, andererseits gegen Slowbro.
Na gute, oder gegen Elektra war ja wie auch immer, je nachdem. Aber er hatte Stahlflügel drauf. Das hat mich noch ein bisschen beeindruckt, weil warum Stahlflügel und nicht Ironhead? Ja, naja, sehr, sehr interessantes Battle auf jeden Fall und sehr, sehr knapp. Danke fürs Einschicken, Enis. Was denkt ihr von diesem Kampf? Was haltet ihr davon? Tja, Freunde, das war's wieder mit dem heutigen Battle. Das nächste Mal gibt's dann diesen Antimeta, krasse Predictions, Mega-Luck-Kampf. Wir sehen uns. Lasst einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat. Bis dann und tschüss.